Patali Kamatasana. Rafaela zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Lotus. Und vom Lotus legst du dich auf den Bauch und gibst die Arme unter den Körper. Dann gibst du das Kinn auf den Boden und verharrst so und atmest tief ein und aus. Man könnte auch sagen, Patali Kamatasana ist die Vorübung für die Heuschrecke im Lotus. Das wäre dann Padma Shalabhasana. Patali hat mit der Unterwelt zu tun, Patala ist Unterwelt und Kamata bedeutet Schildkröte. Die Unterwelt-Schildkrötenstellung könnte man es nennen. Es ist in jedem Fall eine schöne Übung, um die Lotusflexibilität zu kultivieren. Wenn du den Lotus kannst, kannst du zum Beispiel auch nach der Fischstellung Matsyasana auf dem Rücken auf den Bauch gehen. Dadurch dehnst du die Hüften noch etwas mehr und so kannst du die Flexibilität in den Hüften mehr kultivieren. Mehr Informationen über andere Variationen von Padmasana, dem Lotus, und Matsyasana, dem Fisch, sowie Shalabhasana, der Heuschrecke, findest du auf wiki.yoga-vidya.de und in der Yoga-Vidya-App.